Trio und herzlich willkommen zurück zum Dragtech Let's Play. Heute ist dabei der Drag Scorpion, der neben mir Hallöchen. steht. Ja. Er hat heute schon aufgenommen und fleißig gearbeitet. Er hat sich hier ein Overpowered Schwert gebastelt. Das werden wir dann auch noch tun. Ja, werden wir dann auch noch tun. Vielleicht sogar noch in dieser Aufnahme. Nicht in dieser Folge, aber in dieser Aufnahme. Heute haben wir vor, ein bisschen unser neues Gebäude zu füllen. Ich zeige euch das mal schnell. Ihr wart das letzte Mal ja dabei, als wir unten ganz tief unten im Keller waren. Mittlerweile haben wir es bis hier oben hochgezogen. Okay, es ist nicht das hübscheste Gebäude, gebe ich zu. Aber na gut, soll seinen Zweck erfüllen. Genau. Rennen wir mal ganz schnell rum. So, und in der Zeit, wo Protus das drüben zeigt, wir waren etwas Lava holen. Ein bisschen, so 5 Liter oder so. Und, ja, da haben wir noch ein paar Diamanten gefunden. Die haue ich jetzt schnell in Pulverizer. Dass wir die auch gleich zu Diamanten machen. Und ich kann noch ein wenig Lava reinfüllen. So. Falls sich meine Zuschauer wundern, nein, wir haben hier kein Wasserbecken gemacht für die Wasserversorgung und kein Wasserbecken vorbereitet für die Wassermühlen. Nein, wir haben uns hier Tintenfisch-Aquarien gebastelt. Wie ihr seht. Also wir haben jetzt auch keine Probleme mehr, hier Tintenfische zu kommen. Tinte. Blub, 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 blub. Naja, ich will jetzt nicht alles schlachten, das können wir später nochmal machen. Also hier ist unser Wasserbecken, das habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Hier kommen ja die Wassermühlen rein. Dann haben wir hier ein Leiterchen gebaut. Hier ist dann die erste Zwischenetage. Hier kommen wahrscheinlich die Tanks rein, bin ich mir noch nicht sicher. Oder noch eins höher, je nachdem. Das seht ihr bei mir erst, wenn ich soweit bin. Ja, hier haben wir dann auch ein bisschen Lava geholt, wie Dreck gerade gesagt hat, haben wir cool. Dazwischen gelagert. Ich habe mal schnell 48 Diamanten gemacht. Okay, das ist doch super. Sag mal, 1/4 Stacks, müsste reichen jetzt eine Zeit lang. Oh, und hier oben sollen dann die Maschinen hin, eine Reihe halt Tinkers, andere Seite Icy und Greg. Ja, Icy, Greg, ja, was auch immer. Was halt da ist, was halt EU braucht, statt RP. Jupp. Gut. Ja, fangen wir damit an. Wir brauchen, oder wir wollen uns bauen, einen Generator. Moment. Ich stelle dir ja da mal was hin. Oh, Momente. Okay. Da nicht. Muss ich dich ja wegen ans... nee, ich kann dich da hinstellen. Ja, warte mal, da... ich hatte letztens einen Kommentar, da wollte ich noch... im Kommentar stand, dass wenn wir hier von Tinkers diesen Crafting Table nehmen, also diesen hier zum Tinkers Table nehmen und den neben eine Kiste stellen, oh, ich habe extra, das stand bei einer normale Kiste, dann soll man über den Table auf die Kiste zugreifen können. Also bei mir nicht. Möchte er mir bitte sagen, wie das geht, weil ich sehe hier nichts. Inhalt, Kiste da, Tinkers, kann ich nicht drauf zugreifen, ich wüsste nicht wie. Soll er bitte nochmal näher erläutern? Genau. Den will ich auch wissen, weil ich kenne es nämlich auch nicht. So. Ja. Auf meiner Seite, ich werde jetzt mal schnell hingehen, einen Tank-Controller bauen. Der geht ganz einfach. 4 solche Iron Bars an die Ecke. Diese Iron Mass, die wo ich das letzte Mal gezeigt habe. Wir haben einen Tank-Controller. So, das heißt, wir haben jetzt schon zusammen den Tank und den Tank-Controller. Das heißt, mit der kann man dann rein und raus. Und dann haben wir Glas. So, und dann zeige ich euch mal, weil er macht die Energieversorgung. Das heißt, Generator, Thermalgenerator und Bedbox. Und einer fängt an mit der Bending-Maschine. Dass wir dann nämlich endlich unsere Platten nämlich richtig pressen können. Und dafür brauche ich 4 Pistons, 2 Kompressoren und 2 Circuits und so ein Konvoiermodul. Die Pistons sind ja klar, die sind einfach. Das Konvoiermodul sind 3 Glas, 2 Circuits, eine Batterie. Und Protus braucht ja sowieso auch noch Batterien. Also machst genau. Du mal 5 Batterien. Ja, Batterien bin ich gerade bei. Ich zeige eben das Rezept vom Generator, damit ihr das seht. Eine Batterie. Eine Stainless Machine Hall und ein Furnace. Das hat sich durch Greg Tech geändert. Das war vorher, weiß ich gar nicht, was das war. Ein normaler hier, was ich was hier. Und hier können wir jetzt Stainless Steel nehmen oder ich glaube, warte mal, was war das noch, was er uns angezeigt hat?
Wir können auch Normalstil nehmen. Das ist für uns einfacher. Das so. Bauen wir dann. So, und ich mache jetzt erstmal. Hast du mir gerade einen Hammer geklaut? Ja, den Hammer habe ich. Warte. Gib mir mal bitte, dass ich 3 Platten machen kann. Der okay. liegt hinter dir. Oh, der ist sowieso schon fast, wieder fast kaputt. Ach, Mist. Der ist kaputt. Ich brauch von dir ein Werkzeug. Ja, das weiß ich. Das wollte ich gerade bauen. Dafür habe ich einen Hammer braucht. Und zwar, ich brauche nochmal einen. So, jetzt haben wir einen neuen Hammer. Und die müssten die müssten unten hinkommen und die da müssten oben hinkommen. Genau. Also so die Platten als V und in den Ecken dann unten 2 Iron Ingots und wir haben einen Cutter. Glück. Ja gut, den brauche ich nämlich. Genau, ich auch. So, dann lasse ich dir mal den Cutter da drin. Dann kannst du schon mal das Kabel schneiden. Ich tue dir mal einen Moment. Genau. Wie ihr gerade eben bei den Batterien im Rezept gesehen habt, hat sich das ein bisschen geändert. Wir brauchen nämlich jetzt Zinnplatten, die habe ich ja gerade gemacht. Und wir brauchen hier ein Isolated Tin Cable, also kein Kupferkabel mehr, sondern ein Zinnkabel. Das Zinnkabel stellt man her, indem man ein Zinnkabel nimmt und Gobber dazu macht und das Zinnkabel selber eine Zinnplatte mit dem Cutter, den wir gerade gebaut haben, schneiden. Genau, von Anfang. Also wie gesagt, wir waren nicht umsonst ein wenig Diamanten noch suchen, denn wir wollten unbedingt auch die anderen Maschinen von GregTech bauen, damit es etwas billiger wird. Wir werden zwar dann irgendwann Stromproduktion brauchen, wie nochmal was, aber das wird besser. So, genau. Was ich noch zeigen kann. Kabel, das sollte erstmal lang. Und zwar, ich habe hier noch 6 Raw Rubber aus Mine Factory Reloaded. Die haue ich schnell in den Ofen. Und dann kommen, wie ihr hier seht, ja, ich habe ihn gerade wieder an die Kiste gelegt. Super. Na, kannst du dann in der Bench lassen. Aber den werden wir jetzt ein wenig öfters brauchen, weil ich brauche jetzt ein paar Circuits. Wir brauchen 5 Batterien. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt genug Platten, Zinnplatten dafür habe. Nee, muss ich ein paar machen. Hier ist der Hammer. Hieran nehme ich noch Zinn raus. Sehr schön. Okay, dann heißt es für uns nochmal, wir brauchen die Plate. Wie gesagt, also ich sage immer, wenn ihr mit Elektrik anfangt, fangt immer mit der Plate-Bending-Maschine an, weil, wie ihr seht, ihr braucht momentan immer 2 Ingots, da müsst ihr mit dem Hammer draufhauen, dass dann eine Platte rauskommt. Wenn das Ding fertig ist, die Plate-Bending, dann braucht ihr noch 1 und der macht da draus die Platte. Ist auf jeden Fall schon mal viel günstiger. Okay, dann brauche ich jetzt, ich brauche auf jeden Fall für die, da brauche ich 2 Circuits. Für den Kompressor brauche ich einen Circuit. Sind wir bei 3, 4. Und fürs Konvoiermodul brauche ich auch nochmal 2, sind 6. Ich habe gerade Angst, dass mir der Gummi nicht reicht. So, okay. Ich habe schon mal 5 Batterien gebaut. Eine habe ich dem Table gelassen. Habe ich mir genommen. Jetzt brauchen wir Stahlplatten, weil wir das Linksbums da bauen müssen, dieses Gehäuse. Wo ist denn das Hämmerchen? Das habe ich gerade für die Stahlplatten im Beschlag. Da brauchen wir nämlich 8 Stück von. Kannst du mir mal schnell die da zusammenklopfen? Ja, leg rein. Da hinten. Ja, habe ich schon. In der Project Bench ist schon drin. Ach so, ich habe es hier in meiner Bench. Dann lege ich dir den Hammer hin. Klopfen. Danke. So, da haben wir es auch schon wieder fast down. Wahnsinn. Die Stahlplatten und dann müssen wir den Wrench da in die Mitte packen. Zack, und schon bekommen wir ein Steel Machine Hull. Zurückpacken. Was? Und wir brauchen einen Furnace. Ich glaube nicht, dass wir einen über haben. Dann nehmen wir uns Bubbles. Und wer es sich gedacht hat am Anfang, IC oder GregTech, das ist jetzt momentan IC, was wir sind. Jetzt schon wieder alle auf GregTech schimpfen. Das war ein Hammer. Wir brauchen noch mehr Kabel. Wir brauchen Burns, noch mehr Gummi. Batterie. Wir haben einen Generator. 3. Ich habe nicht mal die Kabel fertig. 4. 5. Mist.
Platsch den Generator jetzt einfach mal hier auf die Ecke. Aufstellen. Nicht aufstellen. Ja. Ich dachte hier erstmal aufstellen, du weißt, weil... Du weißt, dass du einen Electric Wrench brauchst, um das Ding... du brauchst den Wrench, um das wieder abbauen zu können. Okay. Das heißt, wir müssen als nächstes einen Wrench bauen. Ja, wir haben ja einen Wrench. Wrench. Nee. Ja. Achso, stimmt. Stimmt. So. Ich baue mal ab. Funktioniert. So. Wolltest du direkt drüben hinstellen, ja? Ja, klar. Dann erstmal den Generator, bauen wir erstmal die Bedbox. Genau. So, ich habe jetzt noch, ich brauche noch Kupfer. Das ist ja der Wahnsinn, was ich an Kupfer brauche. Hm, werde ich jetzt gleich auch brauchen. Weil für die Bedbox brauchen wir, wie gewohnt, das Rezept. Nee, auch ein Tintenisolated Kabel, die drei Batterien und Holz. Iron Plates. Brauche ich 6. Kabel übrig. Ist... Holz. Ich brauche mal wieder. Hast du einen Stick einstecken? Negativ. Ich hab Tinte einstecken. Na super. Ich kann ja auch ein Tintending machen. So, gut. Ein Tintenhammer. Ich habe meine ersten zwei Sachen gebaut. Und wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Generator, zumindest bei diesem hier. Mit dem werden wir jetzt die Bedbox anfangen zu füllen, damit die ersten Maschinen schon mal ein bisschen vorproduzieren können. Ja, wenn dir langweilig ist, kannst du noch einen zweiten machen, Geo. Weil für die Wassermaschinen, für die Wassermühlen, brauchen wir nämlich noch die Assembly Workbench, oder wie das Ding heißt. Assembly, ich zeig's mal hier, Assembly Machine. Genau, aber da wartest du kurz, bis ich meine, dann sage ich ja, wir brauchen noch ein Geo. Ja, das dauert ein bisschen, bis die soweit ist. 1, 2, 3, 4, 5. Die müssen wir dann nämlich bauen, weil nämlich dann, weil wir nämlich dann diese Maschine brauchen, um die Watermills, Watermills herstellen zu können, brauchen wir nämlich diese Mill. Dafür nehmen wir dann Watermills. Dann brauchen wir nämlich eine Assembly Machine, die wir erst bauen müssen. Und dann diesen Generator, deswegen lasse ich den jetzt erstmal so, weil wir den dann wieder abbauen können und hier verwenden können. Und mit 4 Aluminiumplatten bekommen wir dann Wassermühlen daraus. Genau, so. Und ich brauche nochmal 2 Redstone. Und jetzt habe ich meine 6 Circuits endlich fertig. Das hat überhaupt nicht lange gedauert. So, jetzt brauche ich das da. Das da, dann brauche ich Holz. Gott sei Dank. Jetzt wisst ihr auch, warum das wir hier herüben bauen und nicht drüben. Die kommen oben hin. Brauchen wir auch. Ja, irgendwo kabeln dann die Maschine. So, ja, die Wiremill baue ich dann auch gleich fertig. Und bestimmt wieder andersrum. Ach, das ist jetzt hin. ich brauche Eisen. Und ihr merkt gerade, in was für einer atemberaubenden Geschwindigkeit uns die Materialien gerade wegfliegen. Das ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, so, und jetzt brauchen wir einen Kompressor. Ein Kompressor ist mit Cleanstone und einer... schön. Kannst du mir bitte 2 Steel Machine Hills bauen? Steel Machine Hills? Mhm. Das heißt, du brauchst 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Du brauchst 32 Stahl. Haben wir jetzt nur noch ein Rubber übrig hier? Ja. Okay, weil ich wollte das Kupferkabel gerade isolieren. Ich habe noch einen hier. Schön. Gut. War aber erstmal nur 2 isolierte Kabel. So, okay. Haben wir sonst gar nichts mehr rubbermäßig? Nein, da müssen wir dann schnell an die Bäumchen. Kannst du, wie gesagt, mir die Maschinendinger machen, dann könnte man nämlich, dann ist die fast fertig, das blöde Ding. So. Bronze, Brass, Steel. Ist der Hammer schon wieder tot? Oder hast du den einstecken? Ach, die ganz normalen Stahlmaschinen, Holl, ja? Ja. Ah, okay. Hammer einstecken oder nicht? Den habe ich einstecken, ja. Den brauche ich aber jetzt auch, weil ich ja 2 Stück, sagst du? Ich brauche, was von den Maschinenhills brauche ich 2 Stück, ja. Okay, das heißt... Oh, jetzt los. Ja, ich brauche von dir schnell noch bitte 3 Platten.
Ja, dann nimm mal schnell. Leg mir bitte meinen Stahl wieder rein. Danke. Oh, super, ich hab noch. Oh, Ne. Hammerputz. Ja, ich mach dir noch einen. Ich hab noch ein Stöckchen einstecken. Und ihr seht gerade, in was für einer super Geschwindigkeit der Hammer kaputt geht. Okay, so. Dann heißt es jetzt, ich brauche Glas. Das war, glaube ich, oben. Dann Was war brauche das ich nochmal in der Iron Mitte an? Plates. Dann brauche ich eine Batterie und zwei Circuits. Und ich habe endlich das Convoyer-Modul. Freude! Okay, dann brauche ich jetzt nochmal zwei davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann gehe ich mal schnell zu den Gummibäumchen und pflück mal ein bisschen Gummi. So, und wir haben unsere Maschinen bekommen und das heißt, wir haben jetzt zwei Automatic Compressor. Die kommen jetzt dahin, die Pistons in die Ecken. Das Convoyer-Modul kommt dahin und der zweite kommt oben hin und wir haben die Plate Bending Maschinen. Yippie! So, und wir lesen gerade Max IU in 32. Das heißt, wenn mehr als 32, macht's Puff. Da müssen wir jetzt aufpassen, wie nochmal was. Deswegen nur Kupferkabel. Dann machen wir Kabelpuff vorher. Genau. So. Und was brauchen wir denn hier? Okay, da brauchen wir nochmal diese Maschinen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt rüber. Ich nehme mit den Tank Controller. Wir haben noch ein wenig Fluidukt einstecken. Und ein Pneumatic Servo. So, und dann gehen wir mal auch ins Haus. Jetzt sieht es auch mal von innen. Klack, klack. Nach unten. Und zwar hier ist einmal der Tankraum. Und darüber ist der Generatorraum. Das ist schön, dass ich das so gemacht habe. Vor allem, weil ich das, ja. Mäh. Okay, aber das kann man ganz einfach lösen. Ich schlage jetzt einfach den da ab. Ich glaube, wir haben die Max. letzte Zeit zu wenig geschlafen. Es regnet schon wieder. Ja, wir schlafen mittlerweile gar nicht mehr. Ich jag da mal eben das Gummi durch. Restlichen Kabel fertig. Ich hoffe, vier Kabel lang erstmal oder soll ich noch mehr machen? Vier Kabel? Vier Kupferkabel. Ich kann auch noch mehr machen. Ich glaube, das müsste reichen. Okay, jetzt machen wir mal den Tank. Also wie gesagt, ich habe den noch nie aufgebaut. Ich bin ganz gespannt, wie der funktioniert. Auf jeden Fall connectet er sich schon mal. Das ist schon mal sehr schön. Okay. So, und das heißt jetzt, ich mache jetzt den Eingang und Ausgang. Wo mache ich den denn hin? Kaputt gehen du da auch nicht. Das ist auch mal von Vorteil. Okay, dann kommt das wieder weg. Bring mal den Wrench mit, falls du dich verbaust. Das wäre, glaube ich, von Vorteil. So. Natürlich falle ich runter, ich hält. Meine Maschinchen habe ich noch hier, genau. So, dann kann ich hier zumachen. Und dann stelle ich mal die Maschine da drauf. Und jetzt seht ihr, hier habe ich meine Maschine. So, und dann mache ich jetzt von hinten. Ich habe da irgendwas reingeschrieben. Komme ich wieder raus? Ah, okay. Wollte gar nichts reinschreiben. Was Mal das? gucken, was wir hier. Ja, gerade eben war was Ach geschrieben. so, kann man schreiben? Cool. So. Irgendwas kann man da Okay, reinschreiben. kannst du eine Dolly noch holen, bitte? Weil ich habe eine keine dabei. Habe auch keine dabei, ja. Ja. So, eins, zwei und noch bitte ein von der Maschinenkiste hinten
bräuchten wir noch ein Fluidukt, ein Opak. Liegt, wie gesagt, in der Maschinenkiste hinten. Okay, Hammer. Und eine Dolly. Genau. Und einen Wrench oder so. Ja, aber ich glaube, ja, das müsste mit dem anderen funktionieren, mit dem Gregtech. Weil das müsste ja ein Universal sein. Ihr merkt gerade, bei uns ist es ein wenig konfus. Jo, bin da. Ist da. Was darf ich tun? Die Fluidukt obendrauf. Jo. So, dann kommt da ein Pneumatik rein. Jetzt steht dort, Pneumatik Servo has been installed. Dann bitte einen Lavatank ab und oben drauf. Dolly, Dolly, Dolly. Sehr schön. Jetzt sollte sich der Tank füllen, ne? Nicht ganz. Jetzt musst du noch mit dem Wrench draufklicken, dass es reingeht. Beim Fluidukt. Ja, oben. Das sollst du dir nicht vorlegen. Wir hatten hier die Leitern gebaut hier. Ja, schlimm. Weiß ich was. Tut sich was? Hast du da. Ist bei dir da hier ein Symbol? Nö. Gib mir mal bitte. Lass mich mal probieren. Dann ist es. Geht's doch nicht mit dem. Dann müssen wir den. Nein, geht nicht. Sehr schön. Ach, du bist schon oben. Ja, ja. Wo hast du den denn hingeschmissen? Der müsste entweder im Regal hängen oder ja, irgendwo da in der Nähe. Der Crease-Timer, ja. Okay. So, in der Zeit kann ich natürlich noch weitere Tanks aufstellen. Wie gesagt, wir haben beide noch nicht mit dem Mod rum gespielt. Wir probieren gerade live. Und in echter Farbe. Ob das überhaupt funktioniert? So, also eingestellt habe ich. Vielleicht muss ich hier noch Eingang machen oder so. Okay. Dann gucken wir mal. Dieses Modul denn überhaupt dran sein? Oder? Ja, das Pneumatikmodul heißt, das bedeutet, das ist ein Hebel. Aber okay. Jetzt müsste er pumpen. Wie gesagt, ich bin mir halt nicht ganz sicher, weil, wie gesagt, noch nie damit gearbeitet. Es kann jetzt auch sein, dass es dieses Ding hier nur zum Rausziehen ist. Hm. Super, das ist das, wenn man einen Mod probiert, wenn man on Kamera ist. Ja, und keine Ahnung von dem hat, was man macht. Genau, also Standard halt. So, probieren wir mal so. Aber er müsste laufen. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Ja, das ist auch gut so, weil bei mir sind die 20 Minuten rum. Ja, okay. Und dann hätte ich gesagt, ich guck mal nach, wie das funktioniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und hoffentlich mit Lava im Tank. Bis dahin. Bis ciao. Gleich. Ciao.